Hallihallo zusammen, wir spielen Link's Awakening und wir sind in der Djinn-Grotte. Im letzten Part sind wir schon ganz schön vorankommen in diesem Dungeon, aber es fehlt uns noch der Schlüssel, der große. Und den brauchen wir, damit wir zum Boss kommen. So, genau, ich habe jetzt die Kiste vom Anfang noch eingesammelt. Da schauen wir auch noch rüber. Ich schätze mal, da wird es nur Geld geben. Au. Oder den Tod. Komm her, du Fledermaus. Ups. Ach Mist. Ich habe geglaubt, da springt man. So. Es werde Licht. Es werde Licht. Mann. So, ich bin oft zu spät. Mit dem Y-Knopf, damit wir springen. So, wir haben den Steinschnabel, genau, der hat ja auch noch gefehlt. Der hat ja auch noch gefehlt. Ah, man kann nicht in die Türen reinhüpfen. Hm. Schade. So, jetzt muss ich schauen, dass ich wieder zu Herzl komme. Da unten war hier auch noch nicht. Ja, Sapperlot. Ein Einzelraum. Die Tür lässt sich nur mit einem kleinen Schlüssel öffnen, aber du hast keinen. Tja, Pech gehabt. Senke die Bodenplatten, indem du den Kristall anschlägst. Ah, danke. Da war ich nicht drauf. Ah, da liegt ja eh der Schlüssel. Genau. Den haben wir im letzten Part freigeschaltet, aber nicht benutzt und nicht abgeholt. So, was gibt's da unten? Für einen Einzelraum. Noch einmal so ein Shy Guy-Typ. Na, warte mal, ich komme zu dir. Und da gibt's den Kompass. Denke ich. Herzl? Herzl? Nein. Nur Money. Nur Moneten. Und wir haben den Kompass. Jetzt können wir kontrollieren, ob wir in allen Räumen auch alles haben. Wenn wir auf das akustische Signal hören. So, es wird gespeichert und wir gehen weiter. Wir müssen da nach unten. Und da weiter. Hey, der kommt gleich mit. So, hops, hops. Zauber. Pulver wieder aufgefüllt. Kann man die mit dem auch töten? Nein. Geht wirklich nur, wenn man sie von hinten angreift. Ich lasse euch mal leben. Ich bin aber nicht so. Oh, die geben alle keine Herzen her. Ihr seid nicht sehr spendabel. So, was hätte uns die Eule gesagt? Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg auftun. Das ist aber nicht sehr aussagekräftig, ehrlich gesagt. Ja, ein Herz. Was heißt, wenn das Motiv gleich ist? Naja. Hops. Hops. Die Mucke. So, da brauchen wir das. Das passiert so oft, dass ich in Abgründe stürze, weil der liebe Link nicht springen will. Jetzt müssen wir da entlang. Herzen sind voll, was sagst du uns? Erst die langohrige Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Aha. Oh! Ran, ihr Pflanzen! Mario, bist du auch hier irgendwo? Und apropos Mario, vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Es gibt einen NPC, der dem Mario sehr ähnlich schaut. Und zwar der Tarin.
Ist es ein Onkel? Ist es ein Verwandter? Oder ist es ein Doppelgänger? So, was hat er gesagt? Zuerst die langohrige Kreatur. Okay. Zuerst die langohrige Kreatur. Na, Mann. Hallo, dann komm bitte raus, du Hase. Komm raus, Häschen. So. Oh, das könnte gut sein für einen Bossfight, aber so lange wird es nicht halten. So, und zuletzt den Ritter. Das heißt, wir müssen zuerst die Fledermaus killen. Aber die muss sich halt zu uns bewegen. Und jetzt den Ritter. Yes! Yeah, und wir haben den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Ah, jetzt sind wir gleich da. Sehr gut. Vielleicht geht es sich doch aus bis zum Bossfight. Ach, Trottel. Nein! Ich muss doch mit vollen Herzen dorthin kommen. Das gibt's doch nicht. Okay. Die Schutzeichel hat ihre Wirkung verloren und ich habe Leben verloren. Das geht nicht. Und sie geben mir alle kein Herz. Aber ich habe einen Teil der Macht erhalten. Jetzt schnell. Wird die Zeit auch nicht reichen, oder? Vor allem, weil ich ja... Da gibt es nicht mal Herzen. Vor allem, weil ich ja... glaube ich, den Boss gar nicht mit dem Schwert angreifen muss, oder? War das nicht so? Oh oh. Jins Wunderlampe. Ich bin heute dein Gastgeber. Der Jin. Ein Feuerkünstler, hm? So, wir müssen ausweichen. Wow, die Mucke geht ab. Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Dieses mickrige Schwert zerstört meine Flasche nicht. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus als dieses Spielzeug. Alles klar. Points. Ätschi, bätschi, mit meiner Flasche bin ich unverwundbar. Geht's dir noch gut? Ja, mir geht's gut. Boings. Ich habe eine verrückte Schwammel gegessen. Ja, so schaust du aus. Ja, noch kein Gegentreffer, voll gut. Doinks. Aber er ist noch nicht tot. Oh, du hast meine Flasche zerstört. Das wirst du bereuen. Du. Oh, Hilfe. Gott, was ist denn mal Hilfe? Ich kann sie nicht treffen. Au. Und er schießt mit fetten Feuerbällen. Ich lasse mich ganz dumm treffen von ihm. Ja. Ja, das hast du von deinem blöden Gelächter. Ah, Herzteil. Das schnappen wir uns. Oh ja. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl steigt wieder. Und das nächste Instrument ist... Ah, ein Horn. Du hast das Tritonshorn erhalten.
Urunga Steppe, die Steppe wartet. Im Original hat's geheißen Steppe zur Steppe oder so. Oh, Struppi, hast du gewartet auf mich? Ah, jetzt können wir da überall lang. Geil. Ich nehm dich noch ein bisschen mit, du Struppi. Und der Boris wartet. Aua. Boris, was hast du zu sagen? Wie er ausschaut. Oh, du hast es auf die Insel geschafft. Das ist beeindruckend. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich bin Boris und meine Aufgabe hier ist es, interessante Sachen auszubuddeln. Wenn du etwas Zeit hast, komm ich mal in meiner Hütte dort besuchen. In deiner Hütte? Das können wir gleich machen, Boris, wenn du willst. Boris? Ah, er kommt. Da wären wir also. Ich will dir was zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden echte Labyrinthe daraus. Wie das funktioniert, wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Versuche mit den Kammern, die du hast, meine Herausforderungen zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurch kämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt und auch kein Abenteurer. Das ist alles deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnungen. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Ja, das war so und ja, da bin ich noch dort. Ja, aber dort, ja, Achtung. Wow! Du hast neue Kammern erhalten. Setz sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Amiibo. Genau, da kann man dann den neuen Link-Amiibo scannen, um den Schatten-Link in die Kammern zu befördern. Irgendwie so. Aber die habe ich leider nicht bekommen, die ist ausverkauft. So, sollen wir gleich bauen einmal? Soll ich's wagen? Grundlagen-Labyrinthbau. Hier habe ich schon angefangen. Kannst du es zu Ende bringen? Baue eine Verbindung vom Eingang bis zur Bosskammer. Dazwischen muss eine Schatztruhe Platz finden. Hat eine Kammer einen Ausgang, muss er mit einem anderen Ausgang verbunden sein. Wo kommen wir denn sonst hin? Hä? Bauen? Hol dir mit Hilfe von A Kammern aus dem Menü rechts. Lege sie dann mit Hilfe von A auf den Feldern links ab. Oft brauchst du eine Kammer mit einer bestimmten Anordnung von Ausgängen, also habe ich sie entsprechend geordnet. Blättere mit Hilfe von L und R durch die Übersicht. Okay, der hat einen Ausgang oben, 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 oben. Die haben Ausgänge unten, rechts, links. Okay. Was ist das? Was ist das? Überprüfen. So, ich muss da zum... Ich muss dort zum Boss. Da, di, da, di, da, da. So, die haben keine... Oh, der hat einen Abgrund. Einen Weg nach unten. So. Ich mache jetzt einmal. Moment. Der hat auch einen Weg nach unten. Das heißt, den setze ich einmal daher. Wenn du Kammer mit einer Treppe einbaust, solltest du noch eine weitere Treppe einbauen. Zu sehen, wie man. Okay. So, dann nehme ich. Wo ist denn jetzt das mit der Treppe gewesen? Den. Und setze ihn daher. So komme ich
Zur Schatzkiste für den Boss-Key. Genau. Was ist das da? Oh, die Bosse. Oh Gott, was ist das? Können wir noch nicht. Und das sind die mit zwei Ausgängen. Aha, 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 aha. Okay, machen wir den. Schatzkiste. Der große Schlüssel ist immer in der letzten Truhe, die du öffnest. Zusätzliche Truhen im Labyrinth enthalten Rubine. Sobald eine Kammer richtig verbunden ist, wechselt ihre Farbe von Rot auf Blau. Wenn sie nicht blau wird, drücke Y, um dir anzeigen zu lassen, wo das Problem liegt. Unverbunden. Okay. Ja, das habe ich schon verstanden. So. Jetzt machen wir da noch... Nein, den will ich nicht. Ich will den. Nein, ich will den. Den setze ich da her. Ein Ausgang in einer Kammer zu einer verschlossenen Tür oder einem blockierten Eingang führt, je nachdem mit welcher Kammer... Was? Kann zu einer... Okay. Es gibt bestimmte Regeln dazu, welcher Ausgang Vorrang hat. Du wirst sie beim Ausprobieren sicher schnell lernen. Okay. So. Ich muss ja jetzt noch daher. Da ist dieser Boss. Also ich brauche eine... einen Stiegenabgang. Habe ich aber nicht. Dann muss ich das da wieder wegnehmen. Das ist schlecht. Weg. So, dann gehe ich nach unten. Aber das ist dieser Typ. Den will ich ja auch nicht. Den mache ich... gar nicht so leicht. Da ist noch ein Stiegenabgang, genau. Mache ich das so. Und jetzt brauche ich noch einen Stiegenabgang. So und so. Das soll passen, oder? Wenn der Startpunkt grün leuchtet, ist alles fertig. Bewege den Zeiger auf den Startpunkt und drücke A, um dein funkelnagelneues Labyrinth zu erkunden. Während du im Kammerlabyrinth unterwegs bist, versorge ich dich mit Bomben und allem, was du brauchst. Aber danach bist du wieder wie zuvor ausgerüstet. Okay. Überprüfen. Der führt mich daher, der führt mich da. So habe ich es zwar nicht geplant, aber okay. Wieso nimmt denn der jetzt den Abgang? Und was liegt denn das? L-Zeiger bewegen. Auswahl. Nein, das passt. Tipps von Boris. So. Wir wollen starten. Labyrinth erkunden, genau. Das Ziel beim Erkunden eines Kammerlabyrinths ist es, das Ende zu erreichen und den Boss zu besiegen. Achte darauf, dass dir nicht die Herzen ausgehen. Wenn du ein Labyrinth vor Abschluss verlassen möchtest, kannst du es über den Startpunkt verlassen oder auf dem Plus-Systembildschirm Erkunden beenden auswählen. Erkunden beenden? Aha. Erkundung beenden. Na gut. Ich brauche mein Sackerl. Und los geht's. Weg mit dir. Ah, okay. Das sind jetzt... Ich weiß nicht, ob ich alle Räume... Ach ja, da war ja eine Schatzkiste. Ich weiß nicht, ob ich alle Räume aus den schon besuchten Labyrinthen zur Verfügung habe. Oder nur ausgewählte. Mann, was mache ich denn? Aber auf jeden Fall stehen einige zur Verfügung. So, da kommt jetzt ein Weg. Ja. Ein Weg. So, das Herzerl hätte ich gern. Danke. Und, ah, die Untergrundpassage ist auch da. Okay. Die habe ich nicht auswählen können, aber vielleicht hat man das gesehen in der Übersicht. So, hinauf. Wir holen uns den Boss-Key, oder? Oder war da jetzt noch was anderes versteckt? So, sonst gibt es da nichts. Nö. Buhu, Geister.
Komm her. Yes. Und wir haben den Bosskey. Du hast den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Gerne. Das einzige Problem, was noch auftreten könnte, ist der Endboss. Es ist ja wieder mein geliebter Moldorm. Aber ich habe jetzt 3 Leben mehr. Die Frage ist halt, ist der auch schwieriger? Und hat vielleicht andere Angriffsmuster und so? Weiß man nicht. Eins. Zwei. So, auf geht's. Du-d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 u
So, und da drinnen ist ja auch nochmal eine Kiste. Aber vielleicht ist da jetzt ein Herz. Ah ja, da ist keine Kiste, da ist ein Herzteil. So, wie geht denn das jetzt? Ich schieb den rüber und den rauf. Yes. Hops. Chups und Herzteil eingesackt. Dankeschön. So geht das. Genau. Sehr, sehr gut. So, aber ich glaube, wir kommen nicht mehr zurück bis zur Madame Miau Miau. Das ist sowieso falsch. Ich hole mir jetzt da unten noch diese eine Kiste. Ich möchte den Struppi noch gar nicht hergeben. So, was ist da versteckt? Auch ein Herzteil? Nein, eine Zaubermuschel. Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Cool. So, ich möchte den Struppi noch nicht hergeben, weil ich bilde mir ein. Man hat mit dem noch irgendwas machen können. Außerdem fällt mir gerade ein. Das können wir entfernen. Ja, wo war denn dieses Haus? Ah, jetzt bin ich da weggegangen. Dieses Haus hätten wir uns auch anschauen können. Vielleicht gehe ich da im nächsten Part nochmal hin. Da können wir ja auch durch. Am Strand unten können wir jetzt auch zu dieser Kiste. Also es gibt einiges zu tun. Aber das machen wir im nächsten Part dann. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Und schaltet gern wieder ein. Tschüss.